Oh mein Gott, Kevin, du bist in einer Schlacht. Kämpf, Kevin. Los, gib dein Bestes. Auf sie. Du schaffst das. Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Tabs. Ich meinte natürlich Tabs. Totally a great battle simulator. Ich habe euch ja in der letzten Folge gesagt, ihr sollt ein paar Vorschläge schreiben für den Sandbox-Modus. Und ich dachte mir, ich probiere die heute mal aus. Okay, Leute, als Eröffnungsrunde habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Lasst euch einfach überraschen. Ich hoffe, das Spiel kackt nicht ab. Oh mein Gott. Ja, das sieht gut aus. Doch, das ist eine sehr realistische Schlacht, wie man sie kennt von diesem Spiel. Ja, wer gewinnt denn hier? Ich kann's euch überhaupt nicht sagen. Ich glaube, die Pferde haben gewonnen. Alter, der hat den Kopf verloren. Und Blau hat gewonnen. Okay, genug rumgealbert. Gehen wir zum ersten Vorschlag. Mach mal bitte nur Boxer und dann nur diese komischen Wagen. Die komischen Wagen. Ich glaube, du meinst die Chariots. Okay, ich habe jetzt mal 50 Boxer so platziert und auf der anderen Seite 20 Chariots. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht mal so eindeutig. Okay, na gut, vielleicht ist es doch ziemlich eindeutig. Das ist Bowling pur und Blau hat gewonnen. Ja, okay, gut, die Boxer hatten keine Chance. Was für eine Überraschung! Kanonen versus Bauern, okay. Ich denke, auch das wird ziemlich einfach werden. Allerdings nicht für die Kanonen, weil die viel zu wenig treffen. Obwohl. Oh, ich dachte, die schießen zu langsam. Ihr seid die letzten Überlebenden. Los, greift sie an. Gebt alles, was sie überleben. Die überleben tatsächlich. Nix kann sie aufhalten. Sie sind die Unsterblichen. Sie bringen Kanonen um. Was? Oh, sie trennen sich. Jetzt kommt die totale Ablenkungs... Was? Wieso sterben die Kanonen? Die wurden nicht mal... Alter, 1 gegen 1. Fight! Oh Gott, das wird episch. 1 gegen 1. Oh! Er ist nicht tot? Er umkreist ihn. Bester Kampf. Du kannst sehr gut zielen. Jetzt! Nope! Was? Was passiert da? Wieso hat er gewonnen? Natürlich können wir noch viel mehr übertreiben. Ja, genau das meinte ich mit laggen. Das passiert dann eben. Okay, Leute, damit es nicht wieder so laggt, habe ich mich dazu entschlossen, die Truppen etwas kleiner zu machen. So, reicht doch. Oh mein Gott, Kevin, du bist in einer Schlacht. Kämpf, Kevin. Los. Gib dein Bestes. Auf sie. Uh-oh. Die nächste Idee fand ich besonders gut. Mach mal auf jeder Seite von allen eine Einheit. Wir machen jetzt einfach alle von oben nach unten. Ja, das könnte ganz witzig werden. Haha, die Chariots. Es ist ziemlich schwer zu sagen, wer das gewinnen wird, aber ich glaube, Blau hat hier die Nase vorn. Oh, das war ein geiler Schuss. Das Katapult haut rein. Das Katapult! Es haut rein. Komm, noch einer. Oh! Was macht der Typ? Der schießt trotzdem weiter. Dem ist das egal. Ist er tot? Oh. Was? Oh, da fliegen sie. Nur Ballistas! Okay, schon gut. 40 gegen 40. Viel mehr passt da auch nicht mehr rein. Oh mein Gott. Okay, Leute. Tschüss, FPS. Oh, shit. Alter. Das war zu viel. Okay, ich mach nie mehr 40 gegen 40. Das sind zu viele Explosionen. Da kommt niemand mehr mit. Und wer gewinnt eigentlich? Passiert auch mal was? Ich glaube, wir müssen die Schlacht etwas abändern. Los geht's! Da bin ich jetzt gespannt. Okay, die Kanonen haben keine Chance. Das war ziemlich dumm. Was ist mit dem los? Spackt er hier ab? Ja, gut getroffen von der Kanone. Was macht die Kanone? Was ist mit der Kanone los?
Bye, have a great time. Hä? Das ist eine Kanone ohne Typ? Die fährt einfach von allein? Wofür braucht es dann überhaupt Menschen im Krieg, wenn die Kanonen eh von allein losfahren? Ach du Scheiße. Okay, diese Schlacht geht wieder an Rot. Die nächste Idee ist auch ziemlich gut. Bogenschützen gegen Katapulte. Yeah! Die Katapulte haben leider keine Chance, weil mit dieser Aufstellung gewinnt jede Armee. Bowling pur. Aber ich glaube, auf Nahkampf sind die Katapulte gar nicht so gut. Oh, guck, die Bogenschützen! Die heizen jetzt aber ein und da spackt wieder einer rum, das ist aber egal. Blau hat gewonnen. Ich meine, kein Wunder, dass die Bogenschützen gewinnen, sie haben ja die beste Aufstellung. Also eine Armee voller Farmer, dann Schildtypen und hinten zwei Katapulte. Ich hoffe, du hast es so gemeint. Das könnte auch interessant werden. Vor allem, die Katapulte schießen eh in die Schilde hinein. Die sind zu dumm. Ja, ich wusste es. Okay, das Ergebnis, die Blauen hatten keine Chance. Was, der lebt ja noch? Wieso hat Rot gewonnen, obwohl der noch nicht tot war? Okay, ganz viele Humanen, ich glaube, du meinst die Peasants. Ganz viele, okay, ich versuche das Größte zu machen, was geht. Ich glaube nicht mal, dass das Spiel eine Sekunde halten wird. Ich habe Angst. Was passiert, wenn ich auf Play drücke? Ah, wir tun es. Das wird das Spiel nicht aushalten. Ein FPS. Das ist nicht mal ein FPS. Ja, schön. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich könnte natürlich einfach abwarten, aber ich glaube, das Spiel kackt irgendwann ab. So, ich hoffe, 100 gegen 100 funktioniert. Okay, das verursacht zwar immer noch Augenkrebs, aber man sieht die immerhin bewegen. Ich wusste, dass das passiert. Anstatt zu kämpfen, hängen die alle mit Grabsteinen ab. Was ist an Grabsteinen so gut? Und die kleben wieder an der Burg. Geil. Wirklich gut. Aber die Roten sind auch nicht besser. Die pinkeln einfach an die Bäume. Der steckt sogar halb im Baum drin. Ja, das ging in die Hose. Oder eben in den Baum. Ein Katapult gegen Passanten? Puh. 20 Katapulte gegen Passanten. So muss das sein. Ich find's so geil, wie die angefahren kommen. Okay. Bowling, los! What? Die schießen sich gegenseitig tot? Was? Die schießen sich echt gegenseitig tot, weil die nicht an die Passanten rankommen. Wow. Alter, der lernt das Fliegen. Ich würde auch gern fliegen. Ist wirklich nur noch ein Typ von den Blauen übrig, der jetzt alle Katapulte auslöschen kann? Euer Ernst? Wo schießt ihr denn hin? So ist es einfacher für beide Teams, glaube ich. Kommt schon, jetzt ist es realistisches Bowling. Es ist sogar Domino-Bowling. Ja, obwohl die Katapulte verkacken wieder. Schade. Alter, das ist schon heftig teilweise. Doppelhit. Alter, er weicht allen aus. Oh, er lebt noch. Nix kann ihn aufhalten. Kevin ist zurück. Er lässt sich nicht auf... Kevin? Leute, ihr müsst doch nicht die Bäume abschießen. Die haben euch nichts getan. Lasst doch die Bäume. Kann das sein, dass die gerade sterben? Ja, die bekommen aufs Maul. Okay, das nächste ist eine Herausforderung. Wie viele Schildheinis braucht es, um einen Katapult auszuschalten? Finden wir es raus. Eins gegen eins, komm schon. Alter, das Katapult trifft... Und wo ist der Typ hin? Sollte da nicht ein Typ hängen? Okay, Frage beantwortet. Man braucht einen Schildheini und das Katapult hat keine Chance. Oh mein Gott, was war das denn?
Okay Leute, ich denke für dieses Video wäre es auch mal gewesen. Falls ihr weitere Folgen sehen wollt, wie ich im Sandbox ein paar Vorschläge von euch ausprobiere, gebt dem Video einen Daumen nach oben da und schreibt eure Vorschläge wieder in die Kommentare. Sorry an alle, deren Vorschläge nicht genommen wurden. Ich kann ja nicht immer alle berücksichtigen, ich kann nur immer 10 bis 15 Kommentare rausnehmen. Aber ich dachte, zum Abschluss nehme ich nochmal einen sehr witzigen Vorschlag. 3 Ballistas, 2 Katapulte und der Rest Bauern. Okay, das sind 100 Bauern gegen diese 5 Mörderstücke. Ach du Scheiße. Ich weiß ja nicht, was mehr reinhaut, die Katapulte oder die Ballistas. Ach du Scheiße. Was, die Katapulte sind down? Und die stecken jetzt da fest. Oh, was? Was passiert da wieder? Die Bauern gewinnen? Wollt ihr mich verarschen?